Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zur neuen Let's Play Together GTA Online. Und zwar bin ich jetzt am Flughafen und dort habe ich mir mal ein kleines Flugzeug. Ja, da bin ich jetzt mal gerade mit dem Flugzeug gelandet und zwar mit dem Schamal. So, das ist der Schamal. So sieht das ganze Ding aus. Habe jetzt mal ein bisschen drauf eingeschlagen auf das Ding. So, auf die Passagiere noch. Die Scheiben einschlagen. Und jetzt fliegen wir mal mit dem zerstörten Flugzeug. Lass mich mal wieder rein. Mal gucken, ob das Ding überhaupt noch fliegt. Aber ich glaube schon. Jetzt haben wir nämlich eine Concorde draus gemacht. Mal gucken, ob wir jetzt schneller sind. Oh je, oh je. Komm, heben wir ab, heben wir ab. Schaffen wir es vielleicht? Scheiße, wir können nicht abheben. Ja. Triebwerk rein. Jo, ich denke, wir haben es geschafft. Aber ein, oder besser gesagt, das linke Triebwerk sieht nicht mehr gerade fresh aus. Vielleicht ist da doch ein Titan drin. Nein, leider nicht, leider nicht. So. Genau. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gucken wir mal, wo ein paar Leute sind, die wir kennen. Vielleicht ein paar Abonnenten oder so. Den X-Boss, den überraschen wir jetzt mal. Da fliegen wir jetzt mal hin. Oh je, guck mal. Ach du Scheiße, guck mal, wie das aussieht. Kacke. Oh, das sieht ja cool aus. Da ist ja noch der linke Reifen da. Guck mal, der Reifen, der bewegt sich sogar mit. Ist ja lustig, oder? Ne, das sind, glaube ich, mehrere PSN-Freunde in der Lobby. So. Muss ich aber aufpassen hier. Am besten lande ich direkt vor den Füßen bei denen. Wo ist denn einer? Ich glaube, direkt unter mir. Ah! Scheiße! Explosion! Konnte die Maschine nicht mal hochziehen, wegen dem war es zu spät. So. Jetzt muss ich mal gucken. Da vorne ist ja ein PSN-Freund. So, jetzt. Ja, ich nehme gerade die Sportkarre. So. Motor an. Simon möchte keine persönlichen Fahrzeuge. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Persönliche Fahrzeuge? Das ist aber überhaupt nichts Persönliches hier. Ja, da vorne ist so ein blauer Punkt. Das ist, glaube ich, PSN-Freund. Ah, der Atompilz! Moin, moin! Komm, lass mal deine Reifen quietschen. Cool. Scheiße! Was denn das? Ein Ferrari? Ah, nee. Warte mal. Moin, moin! Ich will in deine Karre rein. Das sieht ja geil aus. Komm. Komm hier rein. Juhu! Baby, es läuft! So. Jetzt haben wir eine neue Karre. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Hallo? Welches Pucci-Kanäle oder so? Hallo? Was steht da? Der BF Bigta Geländewagen. Aha. Cooles Teil. So. Jetzt gucken wir mal, wo geht's denn hin eigentlich? Wo fährt er denn wahrscheinlich hin? Ich habe keinen Plan. So, das folgen wir dir jetzt einfach mal. Ich denke mal, seine Fahrtrichtung ist ganz klar. Er fährt jetzt wahrscheinlich hier diesen Weg lang zum Flughafenareal. Und dort wartet dann bestimmt ein Titanflugzeug. Das ist meine Vermutung. So. Juhu. Baby, es läuft. Wohin geht's jetzt? Also, ich rufe jetzt auf jeden Fall mal Pegasus an, dass er mal
uns ein Flugzeug besorgt. Zur Sicherheit. So. Schau mal. Komm, Baby. Du musst fahren. Spring, spring, spring. Ah. Ja. Wir haben es geschafft. John, wir haben es geschafft. Cool. So. Habe ich recht gehabt. Er holt sich jetzt das Titanflugzeug. Und das könnt ihr euch besorgen, wenn ihr im Level ein bisschen weiter seid. Und zwar müsst ihr einfach nur ein bestimmtes Level haben. Zum Beispiel Level 30. Und dann respawnt dieser Titan in dieser Lagerhalle. Und da ist natürlich mein Flugzeug ein Scheiß dagegen, der Schamal. Aber wer hat denn auch immer schon 2 Milli? 2 Mille? 2 Mille? Jo. So parat. Also ich hab's zum Beispiel jetzt nicht. Warte mal. Warte mal. Jetzt. Okay. TN für Titan. So. Boah, geil. Cool, jetzt haben wir noch die Ego-Perspektive drin. First Aid. No smoking. Oh, herrlich. Ist das nicht schön, Leute? Ihr habt wahrscheinlich schon recht. Call of Duty Ghost ist wirklich nicht gerade das beste Spiel. GTA 5 ist auf jeden Fall der verdiente Platz Nummer 1. So. Jo! Machen wir ein paar Stunts hier. Oh yes. Ja. Gut. Wir könnten jetzt theoretisch auch hier 50 Minuten rumfliegen und so. Aber wir wollen doch auch was machen. Aus dem Grund springe ich jetzt hier einfach raus. Nehm mir das bitte jetzt nicht übel. Sorry, ich muss jetzt rausspringen. Ciao! I can fly. I can flee, I can touch the sky. You wanna feel, you wanna highway. Au! Das war Let's Play Together GTA Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!